Gegen Olympique Lyon sind wir der klare Favorit. Das waren wohl die Gedanken von Manchester City und sie sind am Ende krachend gescheitert. 1:3 im Viertelfinale ausgeschieden und deswegen lautet das Duell hier im Halbfinale Nummer 2. Jetzt Olympique Lyon gegen den FC Bayern München. Nach dem 8:2 gegen Barcelona, das jegliche Worte nicht beschreiben können, war der FC Bayern München in der klaren Favoritenrolle. Aber wie gesagt, darin ist auch Manchester City gescheitert. Aber es ist trotzdem nochmal eine andere Situation. Bayern wollte dieser Rolle als zumindest leichter Favorit doch aber gerecht werden. Denn dieser Position konnten sie sich nicht gänzlich frei machen. Olympique Lyon spielte sehr defensiv und agierte dann vielleicht nach Standardsituation oder in Kontersituation mal gefährlich. Viertelstunde gespielt, das erste Mal, dass sich die weißen Franzosen nach vorne wagten. Toko Ekambi im Ballbesitz, legt den Ball nochmal raus, das machen sie überlegt. Und der FC Bayern, dem mangelt es hier an Zugriff. Aoua legt raus zu Corné, Flanke auf den zweiten Pfosten, Kopfball von Kenny Tete und der Ball ist im Tor. Der erste Abschluss von Lyon in dieser Partie. Er führt direkt zum Treffer und das kann Hansi Flick und seiner Mannschaft überhaupt nicht schmecken. Davis ist zwar im Zweikampf, aber eine Hundertstelsekunde vielleicht zu spät. Und somit der FC Bayern München erstmal im Hintertreffen. Aber noch genug Zeit, das alles wieder auszubaden. Gnabry und Kimmich über rechts machen das sensationell. Lyon diesmal weiter aufgerückt. Kimmich. Coman liegt vor und da ist Lewandowski. 26. Schon der Ausgleich. Also nicht viel Zeit darauf rumzudenken. Keine Abseitssituation. Coman behinderter Andersen von hinten, der legt dann mehr oder weniger unfreiwillig auf und Lewandowski macht es dann eiskalt. Knapp über eine halbe Stunde gespielt, der FC Bayern machte es gut. Das 2:1 lag mittlerweile wiederum in der Luft. Serge Gnabry wieder über rechts. Da ist die Flanke und der Kopfball von Lewandowski nicht optimal, aber auch sehr schwer zu nehmen. Dafür war er dann noch recht gut gesetzt. Aber für Lopez ist das kein Problem. Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Noch einmal der FC Bayern München. Das 1:1 mehr als schmeichelhaft für Lyon. Coman mit der abgefälschten Flanke. Und Thiago, das spielen sie mit Ruhe, das spielen sie mit Überlegung. Davis zu Coman. Aoua kann es nicht klären. Gnabry mit der Flanke und Müller an die Latte. Man näherte sich wirklich an zum 2:1 und hier fehlten wiederum nur wenige Zentimeter. 1:1 zur Pause, das war für den FC Bayern München noch etwas zu wenig, aber man konnte zumindest den Rückstand gut verkraften. Das ist ja auch ein wichtiges Hintergrundwissen, eventuell dann für ein mögliches Finale. Der zweite Durchgang dann aber von wenig Offensivspektakel, auch von Bayern-Seite geprägt. Olympique Lyon machte das nun in der Defensive deutlich besser. Und Bayern fehlten so ein wenig die Mittel. Das war nicht zu erwarten und in die Gegenrichtung kam von Olympique Lyon auch nicht sonderlich viel. Das ist mal ein schöner Flankenwechsel, aber dann auch eine Abseitssituation. Also alles andere als gefährlich. Wir sind schon 20 Minuten vor dem Ende. Konnte der FC Bayern München nochmal etwas machen, um die Verlängerung zu verhindern? Thiago findet die Lücke. Thomas Müller. Der Ball muss quergelegt werden. Er versucht es, aber Andersen ist aufmerksam. Und das ist ein Sinnbild für diese zweite Hälfte gewesen, in der nicht mehr wirklich viel ging. Da entschuldigt er sich. Muss er eigentlich gar nicht, aber es ging in Richtung Tor viel zu wenig. Noch 10 Minuten. Serge Gnabry. Ein paar Übersteiger mit dabei. Legt den Ball raus zu Kimmich. Der war wirklich nur noch vorne zu finden. Der hatte auf diese Verlängerung keine Nerven mehr. Thiago. Zieht in den Strafraum ein. Lewandowski. Nochmal Thiago. Und der Ball ist perfekt. 83. Minute. Das 2:1. Thomas Müller mit dem Führungstreffer.
und der Entscheidung in diesem Duell. Von Lyon kam nichts mehr nach vorne. Sie hatten auf volle Defensive umgestellt und es kam nichts mehr nach vorne. Sie konnten den Schalter nicht mehr umlegen. Bayern gewinnt mit 2:1 und zieht damit vollkommen verdient ins Finale ein.